Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder SnowRunner oder ja, MudRunner würde es jetzt bei mir besser passen. Ich habe mich komplett festgefahren mit dem LKW im Schlamm, einmal rein und nicht mehr raus. Ich habe die halbe Nacht probiert, das Ding hier wieder rausziehen zu können, ist fast unmöglich und ja, jetzt geht mir langsam der Treibstoff aus. Also jetzt ist wirklich so weit, damit ich mir eine Tankstelle suchen muss. So. Tankstelle ist noch gut, die ist eigentlich da hinten. Ich denke, ich werde auch... Wir werden dahin fahren müssen. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin komme. Also wir geben direkt Gas. Den habe ich wieder freigeschaufelt bekommen. Der ist natürlich auch nicht so schwer wie der LKW. Den LKW habe ich komplett im Schlamm versenkt. Und natürlich super. Ich habe natürlich die Möglichkeit, den LKW wieder zurück bis in die Werkstatt zu schicken, also zu bergen quasi, würde mir natürlich nichts abbrechen, würde mir auch nicht irgendwie speziell irgendwie Unkosten verursachen. So, das Ding habe ich mir letztens erst gekauft, quasi gestern, und ich denke, mit ein bisschen andere Bereifung wäre dann natürlich noch ganz okay. Der hat Differentialsperre, der hat Allrad, das läuft alles. Der hat einen coolen Blubber-Sound hier. Und der hat noch 6 Liter im Tank. 5. Also jetzt ist es denn doch so weit, damit wir den in bergen müssen, glaube ich. So, jetzt fängt er an zu stottern. Der schluckt natürlich ordentlich. Ja, der läuft jetzt trocken. Super. Ist da dann noch 2 Liter drin? Ja, ich hätte vorher abhauen müssen. Ich hätte definitiv so 1 Liter. Jetzt bleibt er denn stehen. So, Tank ist leer. Super. Kann ich dann nicht irgendwas reparieren? Den Motor kann ich reparieren. Super. Tank habe ich nicht dabei. Jetzt heißt das Ding eigentlich entweder schieben, zurücklaufen oder bergen. Wenn ich sage Berge, möchtest du dein Fahrzeug in die Werkstatt zurückbringen. Jawohl. So, dann steht er in der Werkstatt. Dann ist er natürlich repariert. Vollgetankt. Ich habe vorher nicht aufs Geld geschaut. Ich bin der Meinung, es kostet kein Geld. Also wenig Geld habe ich ja eigentlich immer. So. Reifen hatten wir letztes Mal schon geschaut. Das wird irgendwie nicht besonders besser. Ich hätte natürlich Geländereifen, irgendwas. Das wäre eigentlich cool, aber das ist irgendwie alles nicht freigeschalten. Warum auch? So. Ich hätte gerne noch irgendwie so ein... Das eh für nix, das leuchtet eh nicht. Verschiedenes. Kann ich da nicht irgendwie so... Ich hätte am liebsten irgendwie einen Tank. So, okay, wir verlassen die Werkstatt. Was wir natürlich machen können... das wäre vielleicht noch... Warte mal. Gibt es nicht so einen kleinen Tankanhänger? Bei der LKW ist nämlich auch schon fast alle. So, Anhängershop. So, das ist so ein kleines Ding.
Das ist ein kleiner Tankanhänger, den könnten wir uns gerade noch so leisten. Jawohl, den nehmen wir mit. Tipptopp. So. Jetzt fahre ich aber zur Tankstelle, definitiv. So, mal kurz gucken, wo ist denn die Tankstelle hier? Wenn ich hier immer geradeaus fahre und dann muss ich einmal darüber. Oder hier, übers Eis. Ah. Besten, ich fahre hier über die Tankstelle, werde das da voll machen, fahre hier hinten durch. Warte mal, wo steckt denn der fest eigentlich? Der steckt da fest. Das ist auch blöd. Das ist irgendwie alles blöd. So, erstmal Treibstoff. Also wir haben quasi eine Serviceplattform hier drauf. Wir sollten ja auch was reparieren können. So, und wir haben rutschige Straßenreifen. Nicht mal Winterreifen haben wir bekommen. Aber wir haben einen coolen Sound für die Karre. Das auf jeden Fall. Wow. So, der Anhänger kommt natürlich mit. So, ich hätte es mir jetzt natürlich einfach machen können, hätte das Ding zurücksetzen können, den LKW, und dann wäre gut gewesen. Aber das macht die Sache ja nicht spannend. Das ist ja dann irgendwie langweilig. So, wir versuchen jetzt mal hier durchzufahren. Da bin ich mit dem LKW auch schon lang, hätte ich gemeint. Das war auch nicht so einfach. Okay, war das der Weg? Bin ich richtig? Irgendwie nicht. Irgendwie bin ich falsch. Gut, habe ich so super Winterreifen. Ich bin zu früh abgebogen. Warte mal, ich muss mal hier den... Meine Güte! Wenn das Ding nicht so rutschen würde, könnte ich auch mal mit dem Anhänger 3 Meter zurückfahren. So, das Schild hat mich eh gestört. So, wir müssen komplett in die andere Richtung Anhänger. Das tut mir echt leid. So, nehmen wir mal das Schild hier weg. So, das andere fahren wir natürlich auch noch rum. Das gibt's doch nicht hier. Wieso gibt's hier keine Winterreifen? So, Vollgas und irgendwann geht's hier rum. Ich glaube, hier bin ich nämlich durch. So, wir driften ein bisschen. Kämpfen uns hier durch. Müssen dicht bei den Bäumen bleiben. Das ist nämlich recht matschig. Sag ich noch. Ich sag's noch. Boah, ich hasse es. So, nochmal die Winde. Da. So, jetzt mach doch mal hier. Ich will die Baum nicht töten.
Mann, die Karre ist echt kacke. So, können wir hier überhaupt irgendwas machen? Ich komme irgendwie gar nicht vorwärts. Gar nicht. Meine Güte. Weißt du, da vorne ist die Straße und... So, vielleicht ist da besser. So, genau. Komm, wir ziehen uns da durch. Ja, ja, komm schon. Ich glaube, wir schaffen es. Jawohl. Die Tankstelle ist nicht mehr weit. So, jetzt mach keinen Quatsch, wir müssen hier durch. Für was habe ich denn dich gekauft, ey? So viel Sperren und gibt einfach keine vernünftigen Räder für das Teil. So, ich schaffe es vielleicht. Vielleicht schaffen wir es. Der Schnee ist ziemlich hoch. Die Karre ist ziemlich tief. So. Noch den Anhänger tanken. Machst du jetzt auch schon voll? Okay, der ist auch schon voll. So, was wäre jetzt der kürzeste Weg? Oh, durch das Wasser. Weiß ich nicht, ob ich da jemals nochmal durchkomme. So, wir werden nochmal eins machen. Motor abstellen. Und dann springen wir mal in die Karre rein. Oh, warte.
Und was ich noch versuchen könnte, ich könnte den Anhänger abkoppeln. Aber ich könnte erstmal versuchen, die Winde irgendwie anzubringen. Das ist wieder der blöde Windenpunkt da oben. So gehen die nirgendwo anders dran. Da passiert eigentlich gar nichts. Wir stecken komplett fest mit der Karre. So, oh, warte. Okay, das mit den Anhänger hat sie erstmal erledigt. Das Ding ist erstmal runtergefallen. Super. Winde anbringen, bitte. Hinten. Genau, so, den LKW kriegen wir wahrscheinlich frei. Uns geht einfach der Treibstoff aus. So, da habe ich keine Chance durchzukommen. Boah. So, minus ein Container. Was ich jetzt natürlich versuchen will, den Anhänger zu bergen. Und dann muss ich natürlich Treibstoff hierher bekommen. Genau, das klappt ja schon mal ganz gut mit dem Anhänger. So, eigentlich hatten wir einen Auftrag, aber das ist irgendwie... So, super. Also, einen Anhänger habe ich, der ist nur ein bisschen verkehrt rum. So, mir geht aber der Treibstoff aus. So, ich versuche noch.
irgendwie bis zur Kreuzung vorne zu kommen, damit ich hier mit meinem anderen Auto gut hinfahren kann. Da kann ich den auftanken hier. So, noch 4 Liter. Scheiße. Ich komme nicht mehr ganz so weit. Okay, leer gefahren. Super. Das läuft. Da wieder zurückfahre, hier lang, steht der eigentlich da hinten, ja. Haben wir eine andere Möglichkeit? Ja, es gibt da noch mehr Straßen, aber ich glaube, da komme ich nicht durch. So, Treibstoff haben wir, jetzt müssen wir nur wieder zum LKW zurück. Macht keinen Blödsinn hier. Gut, ich werde mal gucken, ob ich das bis zum LKW schaffe, mich durchzukämpfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Geht auf jeden Fall weiter. Hier habe ich in Alaska, ist glaube ich irgendwie das Schwierigste bis jetzt. Da habe ich noch gar nicht viel erreicht. Bei den anderen Karten habe ich ja schon ein, zwei Sachen machen können. Ist auch nicht immer alles super gelaufen. Aber hier ist es irgendwie bis jetzt richtig schwer. So, schon sagen, wieso geht denn die Winde nicht? Jetzt geht sie wieder. Super, es läuft. Es läuft richtig gut. Wir schaffen's. So, ich muss nach vorne gucken, dann macht da vorne irgendwo die Winde ran. So, ich steck schon wieder fest. Das ist unglaublich. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gibt's doch nicht.